Bitcoin tradet bei 43.120 US-Dollar. Wir haben einen kleineren Abverkauf in der Nacht wieder gesehen. Wir halten uns aber relativ stabil auf einem gewissen Preislevel. Was für heute wichtig wird, erfährst du auf jeden Fall in diesem Video. Und ja, unsere Trades sind weiterhin wieder massiv im Profit. Auch unser Ethereum-Trade, der gestern mit knapp minus 600 Dollar im Minus war, ist jetzt mit knapp 3.160 Dollar jetzt wieder im Profit. Und wir müssen uns auch wichtige Informationen anschauen, denn Michael Saylor schlägt wieder zu. Er kauft nämlich Bitcoin nach ohne Ende und zwar mit 615 Millionen Dollar allein am gestrigen Tag. Was das jetzt Ganze auf sich hat und vor allem, ob das natürlich Auswirkungen auf den Preis hat oder nicht, das erfährst du in diesem Video. Und wir schauen uns heute auch noch an, wo wir wieder neue Positionen eröffnen können und was ich natürlich mit diesen Trades mache. In diesem Sinne starten wir direkt rein nach dem Intro. Let's go! Gut, dann würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein auf den 4-Stunden-Chart und schauen uns jetzt erstmal an, wie sich das Ganze jetzt hier verhält, was wir jetzt erstmal für Bitcoin auf dem 4-Stunden-Chart, also auf den größeren Zeiteinheiten, jetzt hier erstmal erwarten können. Wie du ganz gut sehen kannst, ist es im Moment so, wir traden ja bei knapp 43.000 US-Dollar. Wir haben jetzt hier auch nochmal einen schönen kleinen Bounce hier gesehen und zwar von 41.644 Dollar ging es hoch knappe 2.170 Dollar, seitdem wir die letzten Videos gemacht haben. 5,21%, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu, der hier wunderbar da unten wieder eingestiegen ist. Das ist zum Beispiel mit dem 10er Hebel knapp 52% auf dein eingesetztes Kapital. Ist auf jeden Fall einiges, muss man sagen. Und man muss auch dazu sagen, dass wir hier an dieser Stelle, wie du jetzt ganz gut sehen kannst, weiterhin sehr, sehr stark konsolidieren. Und jetzt wird die Sache natürlich richtig interessant werden, Leute. Denn wenn man sich nämlich jetzt hier auch mal eine Trendlinie nach oben hindurch zeichnet, ja, dann sieht man hier auch das Ganze nochmal ganz gut, dass wir hier eigentlich nichts anderes haben als einen weiteren sehr, sehr starken Aufwärtstrend, der sogar hier in einem riesig großen, größeren Ascending Triangle jetzt hier sich in der Zukunft bilden kann. Das bedeutet, auf dem 4-Stunden-Chart sind wir weiterhin auf einem sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Und solange diese Tiefs nicht gebrochen werden, müssen wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir weiterhin den Kurs nach oben suchen. Also das bedeutet Richtung 44.700 Dollar gehen und sogar im Best Case Richtung 48.000 bis 50.000 US-Dollar immer noch ansteigen können. Das ist jetzt wieder eine Konsolidierungsphase. Bitcoin macht das sehr, sehr gerne. Ja, wenn man sich das nämlich mal anschaut, in der Vergangenheit hatten wir auch hier nichts anderes als eine größere Konsolidierungsphase, die in einem Ascending Triangle hier geformt ist. Ja, also genau hier an dieser Stelle, das war der 9. November bis zum 30. November, also knapp einen Monat, haben wir nichts anderes gemacht, außer konsolidieren. Aber auch hier nochmal die Information, wir haben keine tieferen Tiefs gemacht. Ja? Also wir haben eine Konsolidierungsphase nach oben gesehen, die sich zugespitzt hat und die dann nach oben hin ausgebrochen ist. Und genau so was Ähnliches siehst du jetzt auch hier, nur natürlich in größeren Zeiteinheiten bzw. in größeren Abständen. Das heißt, hier war einmal der Bitcoin-Preis, die Volatilität nicht so stark, ja, das sieht man hier auch nochmal ganz gut, das heißt die Volatilität von unserem Hoch hier bis darunter waren immer so 2.000, 2.500 US-Dollar und jetzt ist halt die Volatilität etwas größer und zwar knappe 4.000 Dollar groß, aber ja, mit der Konsolidierungsphase hat sich nichts geändert, genau dasselbe passiert nämlich jetzt auch hier. Bedeutet, wenn sich der Kurs jetzt hier weiterhin zuspitzt in den nächsten Tagen, dann können wir auf jeden Fall darauf setzen, dass wir hier weiterhin nach oben hin ausbrechen werden. Des Weiteren ist es auch so, dass wir am 10.01. ja dann auch die Möglichkeit besteht, dass unser Spot ETF kommt, wovon ich mal sehr, sehr stark ausgehe, zumindest mal die Genehmigung dafür erteilt wird. Und am 10.01. ist es jetzt auch nicht mehr so weit hin. Ja, wenn man sich jetzt anschaut, das ist heute und morgen nur noch unser Handelstag im traditionellen Markt. Das bedeutet heute der 28. und der 29. sind Handelstage. Es sind zwei Handelstage jetzt noch. Erster ist Feiertag. Dann haben wir 3, 4, 5, 6 Handelstage. 7, 8 Handelstage, das heißt 8 Handelstage im traditionellen Markt und am 10. kommt nämlich dann schon unser Spot ETF. Also Freunde, die Zeit, sie rennt wirklich dahin und man muss auch dazu sagen, für das, dass wir jetzt hier Richtung Spot ETF gehen, hält sich Bitcoin wirklich sehr, sehr, sehr verhalten und stabil. Ich gehe allerdings sehr stark davon aus, dass wir in den nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall wieder stärkere Volatilität sehen und ich meine, Leute, es ist trotzdem sehr starke Volatilität vorhanden. Wir kriegen hier
Bewegungen rein, immer zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar. Also für uns Trader, ja, ist das natürlich perfekt. Das heißt, dieser Kanal beschäftigt sich komplett mit dem Thema Trading und ich werde dir auch im 15-Minuten-Chart dann ganz genau zeigen, wo wir wieder neue Positionen aufmachen können und wo es dann auch mal Zeit ist, auch Profite zu realisieren. Das heißt, wenn du so einen Kanal suchst und sagst, hey, das interessiert mich, dieses ganze Thema, dann lass auf jeden Fall gerne mal ein Abo da, würde mich sehr drüber freuen. Join gerne rein in unsere Community, werd auch du zum Bitbuller und join gerne rein in die Community, würde mich da sehr, sehr, sehr drüber freuen. Und dann lass uns gemeinsam hier weiterhin erstmal wieder Gas geben. Jetzt ist es dann so, auf dem 4-Stunden-Chart, wenn wir uns das hier unten dann anschauen mit unserem MACD, unsere wichtigen Indikatoren, schauen wir uns hier einfach mal an, sehen wir hier auch nochmal an dieser Stelle, dass wir hier ein bullisches Cross reingekriegt haben. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut von unserer Signallinie zu unserer Durchschnittslinie und sogar positives Momentum. Also auch das ist jetzt hier erstmal ganz gut geworden. Das bedeutet, das sieht jetzt erstmal sehr, sehr, sehr bullisch aus, aber, und jetzt kommt leider das Aber, das Volumen hängt so ein bisschen hinterher. Ja, wenn man sich das hier mal ein bisschen anschaut, wir haben keine großartigen Volumen-Spikes nach oben oder nach unten. Das seht ihr hier auch nochmal ganz gut, das ist nämlich genau einmal dieser Bereich hier. Das heißt, an dieser Stelle ist es immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man dann hier immer welche oder immer wieder solche Volumen-Spikes reinkriegt und die haben wir im Moment nicht. Das heißt, Stand jetzt, ja, haben wir zwar Volumen, das ist auch einigermaßen okay, aber es fehlt so diese Initialisierung, dass wir mal wieder massiv durch einen Widerstand oder massiv durch einen Supportbereich wieder durchbrechen. Ja, und das fehlt im Moment. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Ich mache es einfach nochmal ein bisschen größer. Das heißt, wir haben hier eigentlich nichts anderes als ein Volumencluster, was ziemlich ähnlich ist, schon seit ein paar Tagen. Dann haben wir unseren RSI. Unser RSI ist genau auf unseren 50 Punkten. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, allerdings auch Luft nach unten. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir weiterhin nach oben ansteigen werden, auch auf dem 4-Stunden-Chart. Das bedeutet, ich gehe weiterhin sehr, sehr stark davon aus, dass Bitcoin immer noch das Potenzial hat, hier wirklich sehr, sehr stark nach oben hin hier durchzubrechen. Dauert halt jetzt seine Zeit. Ihr müsst geduldig sein. Ja? Ihr dürft jetzt nicht zu viel wollen, jetzt nicht in FOMO geraten oder sonstiges, sondern wartet auf eure Möglichkeiten. Das ist ganz, ganz wichtig als Trader. Wartet auf eure Möglichkeiten. Eine neue Möglichkeit wäre, wenn wir hier nochmal runterkommen, hier dann einen wunderschönen doppelten Boden zum Beispiel formen auf dem 4-Stunden-Chart, wäre das nochmal eine wunderschöne Möglichkeit, auf den größeren Zeiteinheiten hier dann nochmal eine schöne Long-Position dann zu eröffnen. Auch der 200er EMA wandert langsam hier hoch Richtung 41.400 US-Dollar, sind jetzt hier auch schon über 40.700 US-Dollar mit unserem 200er EMA. Ja, und je länger wir uns hier oben aufhalten, desto schneller wandert natürlich dann auch dieser 200er EMA hier hoch. Das heißt, aller spätestens bis zum 31. Dezember, also bis zum Sonntagabend, müssen wir davon ausgehen, dass wir hier, also bis zum Neujahr, genau hier mit unserem 200er EMA hier oben reinlaufen werden. Okay, also das nochmal für dich als kleine Information. Dann schauen wir uns den VRVP an. VRVP zeigt uns an, wo im Moment das meiste Volumen abgehandelt worden ist. Und schaut es euch an, Freunde. Genau hier sind wir wieder reingelaufen. Und gestern haben wir ja uns auch unser Volumenprofil angeschaut. Das zeigen wir uns jetzt auch gleich nochmal ein. Aber du siehst es hier auch nochmal mit dem VRVP. Es ist einfach so, dass hier massiv viel Volumen jetzt erstmal über uns liegt. Ja, und da müssen wir jetzt erstmal drüber kommen. Und das ist halt immer so ein bisschen das Problem, was dann Bitcoin hat. Das heißt, wenn er in der Seitwärtsrange läuft, dann haben wir immer sehr, sehr starke Volumenakkumulation. Und wenn wir dann aber da drunter fallen, ja, dann ist das Ganze dann natürlich kein Support mehr, sondern ist dann zu Widerstand geworden, was du hier auch ganz genau siehst. Wir laufen hier genau hier oben rein. Jetzt für diejenigen, die gestern nicht das Video angeschaut haben, hier nochmal. Und zwar ist es jetzt möglich, dass wir unsere Fixed Range Volume Profile uns anzeigen lassen können. Und zwar von dieser ganzen Konsolidierungsphase. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, wo unser Point of Control ist. Und Freunde, ich habe es euch gestern auch wieder gesagt. Gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare und schaut es euch an. Wer gestern zum Beispiel das Video geguckt hat, wusste ganz genau, dass spätestens hier bei 43.658 kurzzeitig erstmal wieder Feierabend ist, weil hier das meiste Volumen akkumuliert worden ist. Hier liegt unser Point of Control, Widerstand, Widerstand.
Nochmal Widerstand am gestrigen Abend und et voilà, was ist passiert? Seitdem wir unseren Point of Control angetestet haben, sind wir schon wieder knapp $700 nach unten gefallen. Also das Ding ist wirklich sehr, sehr gut. Nutzt das aus für eure Analyse. Das könnt ihr überall machen, egal wo. Auch hier unten zum Beispiel könnt ihr euch das Ganze einzeichnen. Dann seht ihr immer, wo hier der wichtige Point of Control liegt. Das heißt nichts anderes, der Punkt der Kontrolle. Ja, also da haben sich Käufer und Verkäufer getroffen und haben gesagt, an diesem Tag oder in dieser Zone ist hier an diesem Preis ein sehr, sehr guter Preis. Da möchte ich gerne kaufen, aber auch verkaufen. Und somit treffen sich hier die Käufer und Verkäufer am meisten. Also das auf jeden Fall mal dazu. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall rein und schauen uns noch wichtige Informationen an, weil MicroStrategy hat mal wieder zugeschlagen. Michael Saylor gibt hier richtig Vollgas. Er hat wieder für 615 Millionen Dollar Bitcoin eingekauft und zwar 14.620 Stück. Bei einem Preis von $42.110 pro Bitcoin erhält im Moment 189.150 Bitcoin. Das bedeutet einen Marktwert von 5,9 Milliarden Dollar. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr krass mit einem Durchschnittspreis von $31.168 pro Bitcoin. Das heißt, $31.168 ist sein Durchschnittspreis nur durch Dollar Cost Average. Also auch hier richtig spannend. Früher hätten solche Meldungen, ja, die wir hier jetzt gerade sehen, hätten solche Meldungen natürlich sehr, sehr starke Ausschläge gegeben nach oben. Ja, weil das sind natürlich Summen, Freunde, ja, die werden auch nicht einfach so auf den Börsen gehandelt. Also Michael Saylor geht nicht hin und sagt, yo, ich möchte jetzt hier Bitcoin kaufen, Market Order und do it, ja, sondern sowas wird OTC gemacht, das heißt außerbörslich, weil das solche Orders den Kurs nämlich absolut krass beeinflussen würden, um diese Marktmanipulation dann sozusagen ja nicht zu gewährleisten. Es ist halt so, dass solche großen Summen immer OTC gehandelt werden, das heißt außerbörslich. Jetzt gehen wir rein auf den 15-Minuten-Chart. Jetzt werde ich dir ganz genau zeigen, was wir auf dem 15-Minuten-Chart erwarten können, ob wir jetzt hier neue Positionen aufmachen können und wie es da jetzt aussieht, das zeige ich dir jetzt. Wir switchen rüber. Let's go. So, jetzt sind wir hier auf den 15-Minuten-Chart. Wie du ganz gut sehen kannst, haben wir gestern ja noch einen Livestream gehabt. Vielen lieben Dank für 1700 Zuschauer da gestern im Livestream. Hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Und was man hier auch ganz gut sehen kann, ist, dass wir uns genau das hier an dieser Stelle gestern ja eingezeichnet hatten. Hab gesagt, hey, pass auf, der Kurs erspitzt sich wieder zusammen. Wir kriegen so ein kleines Ascending Triangle rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben hin ausprägen, ist da wirklich sehr hoch. Ich habe gesehen, der ein oder andere hat das Ganze auch getradet. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch dazu. Und man muss auch dazu sagen, schaut es euch einfach mal an. Technisches Preisziel, Ebola, wurde genau einmal hier erreicht. Also technisches Preisziel wurde perfekt angehittet. Seitdem Psi-Low wieder sehr starker Widerstand, M3 sehr starker Widerstand, wurden dann wieder abverkauft, ja, und gehen jetzt hier runter auf unserem Pivot Point, sind jetzt hier bei unserem 200er EMA. Also das Ding hat gestern wieder perfekt funktioniert. Heißt, wir nehmen ja immer diese Chart-Pattern, um uns einfach Hilfestellung zu geben, damit wir ein nächstes Breakout erwarten können. Und genau das ist halt dann hier an dieser Stelle gestern passiert. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu, wer hier gestern mit im Livestream war und das ganze Ding hier mitgenommen hat. Jetzt ist es so, jetzt haben wir natürlich hier unser Daily Open. Du siehst es hier bei knapp 43.434 US-Dollar. Und jetzt ist es leider, leider so gewesen, dass wir erstmal hier versucht haben, nach oben durchzubrechen, wurden hier relativ stark rejected und wir haben es einfach nicht über unser Psi-Low-Level geschafft. Das heißt, wir sind hier nicht drüber gekommen. Und das ist ein ganz großes Problem. Auch hier nochmal, schaut euch an, nochmal probiert mit einer Vektorkerze über unser Psi-Low-Level zu gehen. Psi-Low und Psi-High sind natürlich immer für die ganze Woche sehr starker Widerstand oder Support. Ja, jetzt, wenn wir drunter fallen, ist das natürlich dann wieder der Widerstand. Haben wir hier mal gesehen, hier gesehen und auch hier gesehen. Wir haben hier sogar wie ein kleines Triple Top, ja, auf den 15-Minuten-Chart und hatten es jetzt erstmal wieder runtergedrückt. Jetzt sind wir auf wichtige EMAs. Wie das im Moment aber gerade so ausschaut, können wir davon ausgehen, dass wir nochmal weiter nach unten fallen, Richtung M2. Das ist auf jeden Fall definitiv denkbar. Das bedeutet für uns nichts anderes, dass wir genau an dieser Stelle hier unten, an diesem Punkt hier erstmal wieder Support reinkriegen sollten. Das bedeutet genau hier unten bei unseren Tiefs für euch Daytrader von diesen Tiefs hier am gestrigen Tag, da müssen wir Support reinkriegen. Das heißt, das ist für den heutigen Tag auf jeden Fall mal so eine kleinere Supportlinie, 42.800 US-Dollar. Und wir haben halt hier auf der Seite nochmal zwei Vektor-Candles. Diese wurden noch nicht gefüllt.
Also Worst Case muss man auch heute davon ausgehen. Worst Case wäre wirklich, wir gehen hier sogar nochmal runter und gehen hier unten rein Richtung $42.100. Stand jetzt sehe ich das im Moment aber noch nicht. Wir halten uns weiterhin relativ stabil. Werde dich da aber natürlich drüber updaten. Wenn sich da was tut, werde ich dir da auf jeden Fall Bescheid sagen, weil auf unserem Telegram-Kanal werde ich dir hier immer wichtige Sachen reinposten, egal was hier bei Bitcoin passiert. Hier erfährst du es auf jeden Fall als erster. 16.046 Leute sind hier drin. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Kannst du auf jeden Fall gerne mal reinkommen, damit du hier nichts mehr verpasst. Und diese Zone würde ich mir auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn wir nämlich dann hier irgendwo an irgendeinem wichtigen Support Level. Also das ist nämlich Support Level Nummer 1. Das ist Support Level Nummer 2 für den heutigen Tag. Und hier unten wäre dann Support Level Nummer 3. Egal auf welchen Support Level wir dann ein bullisches Reversal reinkriegen, ist das die Möglichkeit wieder für neue Long Positionen. Ja, also Möglichkeit Nummer 1 wäre hier, aber wartet wirklich darauf. Nicht sofort Long gehen, nur weil man einfach hier runter tippt, ja, und dann hofft, dass wir hier nach oben pumpen, sondern wartet darauf, dass der Chart uns ganz genau sagt, jetzt ist die Möglichkeit wieder da, um hier neue Long-Positionen zum Beispiel zu eröffnen. Ja, und genau dasselbe auch wieder hier unten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder diese Korrektur abwarten, bis wir wieder ein bullisches Reversal formen. Ja, und bullische Reversals kommen immer wieder. Auch hier zum Beispiel, ja, schöner doppelter Boden, auch hier reingekriegt, ja, oder auch hier bullischer Boden. Wir kriegen dann hier wieder einen kleinen Pump rein. Und auf sowas müssen wir die ganze Zeit jetzt einfach warten und achten. Und da heißt es einfach geduldig sein. Das bedeutet, wenn wir hier nach unten fallen, wartet, bis sich der Boden ausformt. Das sieht nicht nach Bodenbildung aus. Ja, wenn wir jetzt hier ein schönes W auch nochmal reinkriegen, dann haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit. Das heißt, wartet auf diese Möglichkeiten, damit ihr nicht unnötig euer Geld hier rausballert. Ja, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Jetzt gehen wir rein Richtung Ethereum, schauen uns Ethereum an. Und Ethereum, Freunde, hat genau das gemacht, was wir uns auch erhofft hatten. Und zwar, schaut es euch an, Leute, wir sind genau hier wieder kurzfristig zurückgekommen. Und zwar haben wir einen Retest von diesen Hochs gesehen auf den 1-Stunden-Chart. Und das ist ein sehr, sehr gutes und bullisches Zeichen, weil, et voilà, ihr seht es auch hier, Ethereum hat ein neues Jahreshoch mal kurz rausgeballert und ist seit unserem 200er EMA-Hit hier um knapp 12% gestiegen. Ja, das wäre mit einem 10er-Hebel 120% auf euer eingesetztes Kapital. Das heißt, Ethereum weiterhin genau auf Kurs. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus, was Ethereum jetzt hier erstmal macht. Das bedeutet auch weiterhin, werde ich jetzt hier meine Position bei Ethereum halten. Möglicherweise vielleicht noch ein bisschen vergrößern, wenn wir weiter nach oben gehen. Weil wenn man sich das mal anschaut auf dem Tageschart, kann man sich es auch nochmal anschauen. Ja, wir haben hier über uns noch massiv, massiv viele Vektorkerzen, ja. Wir haben so viele große Möglichkeiten, dass wir hier oben jetzt nochmal reinlaufen und hier, ja, hier das Ganze auch nochmal sehen. Ja, schaut es euch an, voilà, hier Tageschart, schaut euch das mal an, wie viele Vektorkerzen hier einfach noch nicht abgeholt worden sind. Das heißt, wir haben hier eine absolut große Imbalance im Chart. Ja, und meiner Meinung nach, wenn man sich das Ganze jetzt hier so anschaut und auch hier, ja, wenn man sich auch auf dem Tageschart nochmal anschaut, war das nichts anderes als im Moment genau diese Hochs, die wir hier bei Ethereum haben, nochmal anzulaufen, genau diese Tiefs hier wunderbar zu bestätigen auf dem Tageschart und jetzt nach oben hindurch zu brechen. Also meiner Meinung nach geht das Ding jetzt auf jeden Fall weiter nach oben und wenn Bitcoin auch weiterhin so gut performt und nach oben hin durchzieht, wovon wir alle ausgehen, ja, dann ist technisches Preisziel bei Ethereum auf jeden Fall jetzt erstmal kurzfristig die 3000 US-Dollar. Also das kann er auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen und Monaten definitiv erstmal schaffen. Ja, also das nochmal dazu. Dann gehen wir noch kurz rein zu Cardano. Cardano sieht auch sehr, sehr, sehr gut aus. Wir haben hier nochmal probiert, dieses Hoch rauszunehmen. Wurden etwas rejected, das seht ihr auch hier auf dem 4-Stunden-Chart. Das heißt, das Jahreshoch wurde nicht ganz rausgenommen, werden jetzt hier ein bisschen abverkauft, ja, werden jetzt hier wahrscheinlich diese Vektorkerze abholen, auch nochmal diese Vektorkerze abholen, aber auch hier 100er EMA wunderschön gehalten. Hier oben liegt noch eine sehr, sehr große Vektorkerze in diesem Preisniveau bei knappen 74 bis 72 Cent. Und man muss auch dazu sagen, Cardano muss es einfach über die 70 Cent Marke schaffen. Wenn wir das schaffen, über 70 Cent drüber kommen, alles tiefenentspannt, weil dann geht es Richtung 1 Dollar. Und deshalb habe ich ja auch diese Positionen weiterhin offen. Ja, du siehst es hier, die erste Position ist die Cardano-Position, die zweite die Bitcoin, die dritte die Ethereum-Position. Alles, was ich analysiere, trade ich auch, also komplett
komplett transparent für euch an dieser Stelle. Bedeutet einfach, dass ich dir ganz genau zeige, wenn ich zum Beispiel von meinen Trades Profite nehme oder meine Trades vergrößere, erfährst du alles transparent hier. Ich habe nichts von euch zu verheimlichen. Das bedeutet, wenn du diesen Kanal unterstützen willst, kannst du es gerne tun. Unten findest du die Affiliate-Links einmal zu Femex und einmal zu BitGet. Wenn du dich da registrieren möchtest, kannst du das sehr gerne machen. Ist wie gesagt freiwillig. Damit unterstützt du diesen Kanal, dass du von Montag bis Sonntag hier immer ein Update-Video bekommst. Dann schauen wir noch kurz rein und schauen uns die Liquidität an. Da hat sich nicht viel getan seit gestern. Wenn es hier auch wieder größere Updates oder größere Positionen gibt, werde ich euch da up to date halten. Aber weiterhin über uns immer noch bei 44.500, knapp 349 Coins und hier unter uns bei 44.2, knapp 216. Also unter uns tut sich da im Moment auch nicht allzu viel. Allgemein, die Stimmung sieht ganz gut aus. Ist jetzt hier ja, mit unseren Krypto-Bubbles. Also es bedeutet, sehr, sehr viele Coins sind hier weiterhin wirklich sehr stark im Profit. Bedeutet, im Moment ist es einfach so, dass wir hier eine ganz gute kleinere Rally bei verschiedenen Altcoins im Moment sehen. Ein bisschen ein Verlierer ist jetzt hier Solana. Ich ziehe es euch mal hier ein bisschen mit rein. Ja, Solana mit minus 7% war aber auch klar. Ich meine, Leute, Solana ist massiv nach oben gepumpt. Ja. Also bei sowas immer aufpassen. Wenn ihr parabolisch was ansteigt, fällt es dementsprechend auch immer wieder sehr schnell nach unten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr darüber freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Join gerne rein in unsere Community, werd auch du zum Bitbull Trader. Und in diesem Sinne hören wir uns spätestens morgen früh wieder. Hau rein, bis dann, dein Basti, bin für heute raus. Ciao, ciao.